Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Firma Böckels Offroad. Heute wollen wir euch ein neues Produkt von uns zeigen in dem Toyota HZJ78. Und zwar geht es sich hier heute um den Komfort während der Langreise oder auch generell bei der Fahrt. Und zwar zeigen wir euch heute unsere neuen Schelmann-Sitze. So, wir befinden uns jetzt im Innenraum vom Toyota Land Cruiser und wollen uns einmal die neuen Sitze erstmal anschauen. Für viele ist der Schelmann-Sitz ja schon ein Begriff. Also Schelmann ist ein sehr hochwertiger Sitzhersteller, der, würde ich behaupten, mit Recaro auf einer Wellenlänge von der Qualität her arbeitet. In dem Fall haben wir uns für den Land Cruiser für einen Traveller F-Sitz entschieden. Der Traveller F bedeutet eigentlich nur, dass wir flachere Sitzwangen haben. Das ist schön bei den hohen Autos, die wir halt leider im Geländewagenbereich haben, dass wir nicht über so eine hohe Sitzflächenkante steigen müssen und dadurch die Sitzkante zu stark beansprucht wird. Hier haben wir eine relativ flache Sitzwange. Das heißt, beim Einsteigen können wir hier sehr, sehr gemütlich ein- und aussteigen, ohne immer über diese Ecke zu schrubben. Beim Traveller F ist eigentlich die Besonderheit, dass wir hier einen sehr, sehr gemütlichen Langtourensitz eingebaut haben. Sprich, wir haben ein sehr starkes Rückenpolster, was uns einen guten Sitz hier im Auto verschafft. Wir haben jetzt in dem Fall hier keine Zusatzoption wie Sitzheizung oder sowas eingebaut. Das wäre aber möglich, weil der originale Toyota Land Cruiser in dem Fall hier im HZJ78 keine serienmäßige Sitzheizung hat, könnten wir die theoretisch bei den Schelmann-Sitzen nachrüsten. Das geht dann mit einem 2-Stufen-Bedienelement, was man hier im Sitz direkt am Sitz verbaut hat mit einem Schalter und die dann Sitz und Rückenlehne beheizt. Ein weiteres Zubehör bei den Sitzen ist die Mittelarmlehne. Die kann man für den Sitz links oder rechts konfigurieren. In dem Fall haben wir es nur rechts gemacht, weil es auf der linken Seite, sprich zu den Türen hin, ein bisschen dann zu knapp wurde. Deswegen nur im Innenraum oder in der Mitte des Fahrzeuges. Zusätzlich haben wir noch ein Gepäcknetz nachgerüstet, was dann auf der Rückseite des Sitzes zu finden ist. Das ist immer ganz schön für Kartenmaterial oder für so Kleinkram, was man einfach schnell irgendwo griffbereit haben muss. Fahrzeugpapiere werden da oft drin verstaut und noch vieles mehr. Also da ist ein sehr nützliches Gepäckband hinter. So, dann gibt es bei dem Stuhl jetzt besonders noch einen Zusatzausstattungspunkt, die Bezüge. Hier haben wir uns nämlich an die originalen Sitze orientiert, den wir uns da drüben einmal anschauen können. So, hier haben wir nochmal den originalen Sitz uns hervorgeholt. Und ich habe einfach mal die Palette mitgebracht von den Stoffen, die wir uns in dem Fall bei den Schelmann-Sitzen aussuchen können. Hier haben wir uns jetzt entschieden für diesen Grauton für die Mittelfläche. Also wir wollten uns schon so ein bisschen an dem originalen Design orientieren. Deswegen haben wir für die Mittelfläche bei unseren Sitzen jetzt den Stoff S242 genommen. Das ist ein sehr grober Sitzflächenstoff. Da kann man dann hier auch so einen luftdurchlässigen Stoff nehmen, ganz, ganz dünnen Stoff. Es gibt aber auch feste, feinere Stoffe. Und in dem Fall haben wir uns, wie gesagt, für einen gröberen grauen Stoff entschieden für die Sitzfläche. Die haben wir hier in Stoff genommen und für die Seitenwangen haben wir bei dem Schelmann-Sitz ein Kunstleder verwendet, was auch ungefähr den Farbton erwischt. Aber da hätten wir dann auch noch über viele weitere Stoffe wählen können. Alcantara-Imitat haben wir auch dabei. Dann haben wir noch echtes Leder dabei und verschiedene Farbtöne haben wir sonst auch noch für die Seitenwangen dabei. Genau, für die Land Rover-Fahrer haben wir dann auch die originalen Land Rover-Verzierungen. Das wäre dann einmal hier der LR02 oder auch der LR01. Das ist dann so ein bisschen futuristischer. Und aber unter anderem auch ganz normale Schwarztöne, Grüntöne und Grautöne. Wie gesagt, wir können aus sehr vielen Stoffen wählen. Das heißt, auch für eure Sitze finden wir dann mit Sicherheit die richtige Konfiguration. Wie ihr jetzt seht, können wir jetzt hier einmal unsere Konfiguration sehen. Also wie gesagt, innen drin der etwas gröbere Stoff und an der Seite ein Kunstleder-Sitzwange, die dann für die Haltbarkeit, weil man halt immer wieder über diese Wangen einfach drüber schrubbt, ist ein Kunstleder einfach deutlich langlebiger als ein Stoff. Und auf der Sitzfläche für den Komfort und für die Belüftung haben wir uns hier für den Stoff entschieden. Die Sitze kommen bei vielen Modellen mit den passenden Sitzschienen. Also es gibt passende Sitzschienen für Land Rover Defender, für Toyota HZJ 75, 78 und 79, für die Mercedes G-Klasse, Mercedes Sprinter und Lada Niva definitiv. Da gibt es passende Sitzkonsolen oder passende Adapterplatten dabei. Aber es gibt auch die
Sitzschienen für viele weitere Modelle. Das heißt, wir finden auch mit Sicherheit die richtigen Sitzschienen für euer Fahrzeug, denn die sind hier auch mit anderen Fabrikaten kombinierbar. Bei dem Toyota haben wir uns, wie vorhin schon mal erwähnt, für den Traveller F-Sitz entschieden. Den Traveller gibt es auch nochmal in der LR Edition. LR steht hier für Land Rover, weil beim Defender die Sitzfläche abgenommen werden kann, weil unter den Sitzen sich die Batterien befinden oder im Beifahrerbereich die Sicherungen. Deswegen kann man dann in der Traveller LR Edition das Sitzkissen separat abnehmen, damit die Funktion vom Original übernommen werden kann. Dann gibt es den Schemann-Sitz noch in der Vario-Version, dann auch wieder mit dem Kürzel F für die flachen Sitzwangen. Die originalen Sitzwangen wären dann nochmal ein ganzes Stück höher, für ein bisschen mehr Halt. Das kann man dann eher für tiefere Fahrzeuge benutzen. Hier im Geländewagenbereich benutzen wir dann oft die F-Varianten. Dann gibt es den Vario noch in XXL. Das ist dann extra für große Personen, hat man dann hier hinten ein größeres Rückenpolster und ist an sich ein Stückchen breiter, der Sitz. Und den Vario, also sprich nicht den Sitz, sondern das ist ja der Traveller, sondern den Vario, gibt es noch in der E-Version. Dann hat man die ganzen Verstellmöglichkeiten elektrisch, ist dann deutlich modernerer Sitz und auch so das Topmodell. Den Sportline, also den Schemann Sportline, gibt es ebenfalls. Das ist so das günstigste Modell. Da hat man dann eine Grundausstattung, hat man sehr ausgeprägte Sitzwangen. Da gibt es auch leider keine F-Version von, sondern der kommt dann mit den normalen Sitzwangen, ist aber dann auch der günstigste. Und wir haben noch den Touring, das ist so auch mit das Topmodell mit einer sehr breiten Sitz- und Rückenfläche. Das ist dann für etwas breitere Personen gebaut, dass man dann da auch mit der F-Variante oder der LR-Variante die Sitze in den gängigsten Geländewagen verbauen kann. Ja. Ansonsten ist so nicht viel zu den Sitzen zu sagen. Also ab sofort ist Schemann bei uns so konfigurierbar, ausrüstbar und bestellbar. Lieferzeiten sind aktuell mal sehr im Rahmen, sprich da reden wir von knapp 2 Monaten. Dadurch, dass die Sitze immer individuell angefertigt werden, hat man da halt eine kleine Produktionszeit. Aber ich finde, die 2 Monate kann man gut warten auf die Sitze. Das lohnt sich und ist wirklich ein sehr qualitatives Produkt. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn euch die Videos bei uns gefallen haben, abonniert uns doch gerne, aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr auch immer schöne Benachrichtigungen, wenn wir wieder ein neues Video online gestellt haben. Denn in der nächsten Zukunft wird noch so einiges kommen zu unseren Umbauten. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Eure Firma Böckels Offroad.